Hey Leute, willkommen zurück. Wir sind mittlerweile bei Mission 14 angelangt. Und die Mission heißt Brand an Bord eines Goliath-Atom-U-Bootes. Ein Unterschiedspol ist H-Radioaktivität Y mit Mampf und etc. Und genau, ich würde mal sagen, wir starten mal die Mission. Let's go. Ja, sieht nicht so schön aus. Lage. Brand auf einem russischen Atomboot, das bei den diesjährigen Marinetagen zu Gast ist. Teile der Besatzung sind in Panik von Bord gesprungen. Die Situation ist äußerst gefährlich, da sich scharfe Atomraketen an Bord befinden. Zudem tritt aus dem Reaktor bereits Strahlung aus. Viele Menschen wurden kontaminiert. Es besteht akute Gefahr einer Kernschmelze. Ja, wir haben ein neues Fahrzeug. Beziehungsweise ja, ein Boot, Löschboot von der Feuerwehr. Und ich würde sagen, wir starten mal und checken mal ab, was da so los ist. Gell? Dann let's go. Also wir haben auf jeden Fall auf jeden Fall eine bestehende CBN-Gefahr aufgrund der massiven Verstrahlung vor Ort. Genau, deswegen brauchen wir ein Dekompé-Fahrzeug, also ein GW-Dekompé. So. Genau. Das war eigentlich so eine grobe Ganze eigentlich schon. Wir brauchen insgesamt drei Löschkreuzer, um die Brandbekämpfung so ein bisschen einzuleiten zu können. So schön hier immer in Reihe fahren. Aber wer hätte gedacht, dass da so eine kleine Basis, also so aussehen. Aus der kleinen Basis hier in der Demo, wo wir hier ein RTW und ein NEF hatten, ein Tanklöschfahrzeug, ein Rüstwagen und ein EDW und ein Polizeiauto, jetzt so eine Riesenwache wird hier. Es gibt, glaube ich, noch weniger, was wir noch nicht haben, glaube ich. Hier könnte noch was hinkommen und noch vielleicht, keine Ahnung, mal gucken. Genau. Also das ist das brennende Atomboot hier. Wir haben hier Leute im Wasser treiben, aber denen geht es ja so allen noch gut. Und wir haben hier mehrere verstrahlte Leute an Bord. Also nicht an Bord, aber Schon Land. unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, der hätte die Straßenbahn sperren, was Unterwegs. nervt hier euch den ganzen Autos, die wir durcheiern. Ja, wir tun einen Beschreibungsprozessen hier absetzen und Bin unterwegs. die Polizei wird hier unten den Stock absperren, dass wir keine weitere Ausbreitung der Kontamination hier vor Ort haben. Auf dem Weg. So, das mobile Krankenhaus wird auch hier oben zu einem Dekompé-Platz Schon hinfahren. unterwegs. Bin unterwegs. Bin Und unterwegs. ja. Der EDW steht mir eben noch im Weg. Bin unterwegs. Der kann man zum Konsulat fahren. Roger. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Roger. Roger. Hier sind die Atomraketen untergebracht, das ist nicht so extrem günstig. Deswegen werden wir jetzt mal einen massiven Auf dem Löschangriff Weg, drauf auf dem starten. Weg, schon unterwegs. Roger. Dass auch ja hier Roger. die Flammen nicht Auf übergreifen. dem Weg, auf dem Weg. Roger. Jawohl. Schon unterwegs. Okay. Verstanden. So, die drei Schiffe löschen. Schon mal sehr gut. Da ist der andere Dekompé. Bin unterwegs.
Ja, das heißt, lass mal kurz warten. Okay. Das, Jawohl. Bin unterwegs. Alles klar. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Jawohl. Bin unterwegs. Alles So, wir sind jetzt klar. mal unsere drei Trupps von Feuerwehrleuten im CSA-Schutzanzug, beziehungsweise ja, ihr Schutzanzug gegen Radioaktivität Auf dem Weg. in der Akkumulation und der Kontamination für Roger. meinen. Roger. So, läuft ja, würde ich sagen. Wir werden zuerst die Leute hier drinnen retten und anschließend, wenn wir die Wassertreiben retten, müssen wir halt die Gefahr der Kernschmelze verhindern. Das ist immer aktuell die größte Gefahr. Jawohl. Okay. Okay. So, es läuft. Ich finde, das ist mit Mission 17 eigentlich meine Verstanden. Lieblingsmission, habe ich schon gesehen. Verstanden. Verstanden. Weil es sind echt coole Einsätze. Verstanden. Alles klar. Reaktor ist abgeschaltet. So, wir haben den Reaktor schon abgeschaltet. Die Feuerflammen sind fast gelöscht. Wir sind jetzt gleich von unseren Feuerwehrleuten noch okay. Schärft die Atomraketen. In Arbeit. Raketensilos sind offen. So, fangen wir an, die mal die Atomrakete zu entschärfen. Feuer ist ja bereits aus, Gott sei Dank. Roger. Bin unterwegs. In Arbeit. Bin unterwegs. So, ich schicke noch Weg. Ein paar. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Okay, als sechste Priorität, nachdem die Atomraketen beschärft sind, ist die Menschenrettung und die Kontamination der Leute. Jawohl, schon unterwegs. Jawohl, auf dem Weg. Okay, jawohl, okay. In Arbeit. Okay. Das Gute ist, wir haben ja so gesehen keine Betragung der Strahlung. Klar, wir Schon haben eine unterwegs. Kontamination, äußere, aber halt nicht so wie bei irgendwelchen potenziell kontagiösen Erkrankungen wie Ebola oder so. Auf dem Weg. Okay. Schon unterwegs. Verstanden. Okay. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Auf dem Weg. Verstanden. Schon unterwegs. Ja. Ja. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Verstanden. Ja. So. Die Rettung okay. läuft ganz Schon gut hier. Unterwegs. Ja. Bin unterwegs, ja. Verstanden. Schiff sich auch zeitnah da. In Arbeit. Okay. Ja. Das wird mir schnellstmöglich in unser Krankenhaus gebracht ja. und da stabilisiert. In Arbeit. In Arbeit. Einsatzzentrale. Hier gibt es eine Menge verletzter Personen. Wir benötigen dringend zusätzliche medizinische Hilfe. Auf dem Weg. Ja. Schon unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Verstanden. So, die nächsten Leute sind schon ja. bereits ja. Kontaminiert. Und jetzt heißt eigentlich noch, die ganzen betroffenen Leute ja. Ja.
Und die an Wassereimer kontaminiert sind und die am, am Schiffs- mhm. Schiffswerk sind, die kontaminieren. Schon unterwegs. Ja. So, sehr gut. Jawohl. Verstanden. Verstanden. So, weiter geht's. Jawohl. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Okay. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay, immer gleich soll die letzte Atomrakete entschärft sein. Schon unterwegs. Ah, verdammt, haben wir Wörter vergessen. Ups. Okay, auf dem Weg. Schon unterwegs. Alles klar. Alles klar. Das war ein Fehler gerade meinerseits, aber egal. Passiert halt. Auf dem Weg. Okay. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Bin unterwegs. Ja. Schon unterwegs. Ja. Ja, ja, dann halt ihn schon mal hier im Bereitstellungsraum. Bin unterwegs. Ja. Dass wir direkt dann die abgeladenen Patienten direkt behandeln können. Auf dem Weg. So, okay. Ich denke, das war eine Aufgabe der russischen Marine, so der Bundeswehr, sich hier um die Kontaminierten, um das U-Boot zu kümmern. Schon unterwegs. Verstanden. Ja. Schon unterwegs. So. Ja. Ja. Auf dem Weg. Ja. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Alles klar. Okay. Dann, schon unterwegs. Hier unten unsere Deckungsstelle aufgebaut und so, zweiter. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Verstanden. Und die ersten Zwiebeln, so das hier dekontaminiert. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Verstanden. Ja. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Ja. So. Auf dem Weg. Verstanden. Auf dem Weg. Alles klar. Alles klar. Bin unterwegs. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Genau, hier unten werden wir unseren Dekontaminierungsplatz aufbauen. Wir werden die ganzen kontaminierten Leute einmal dekontaminieren und dann hier unten in den Bereich, in den Aufenthaltsbereich bringen. Und dafür halt sorgen, dass halt die Kontamination nicht weiter besteht. Ja. Genau. Wir haben ja erstmal die ganzen Leute, die Wasser in der Lebensgefahr sind, entschärft, die Gefahr der Kernschmelze wurde durch Aktivierung. Durch die Aktivierung der Brennstäbe, beziehungsweise sind wir noch aktiv, aber wir sind halt die Bohrstäbe, glaube ich, eingefahren und die Energieabgabe ist nicht mehr so extrem hoch, sondern die Hitzeentwicklung. Bin unterwegs. So. Ja, jetzt können wir hier schon mal anfangen. Jawohl. Mit der Kontaminierung. Ja, verstanden. 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 So, wer ist zuerst dran? Du da. Okay. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Jawohl. Auf dem Weg. Verstanden. Auf dem Weg. Okay. Verstanden. So ist weiter. Hier oben haben wir nächste Runde wieder. Sehr gut. Okay. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Okay. Kann ich anstecken? Was? Ach komm, Menschen, Sie bitte.
Mach doch sowas nicht. Verstanden. Macht doch keinen Sinn. Auf dem Weg. Verstanden. Schon unterwegs. Verstanden. Okay. Bin unterwegs. Das macht doch wirklich keinen Sinn. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs, bin unterwegs. Okay. Auf dem Weg. Verstanden. Okay, auf dem Weg. Schon unterwegs, verstanden. Auf dem Weg. Okay. Verstanden. Schon unterwegs. Tja, das war mein Fehler. Verstanden. Aber naja. Schon unterwegs, auf dem Weg. Okay. So ist es halt so machen. Verstanden. Okay. Sollen wir den ersten Typ erstmal hier runterbringen und den zweiten dann dekontaminieren? Schon unterwegs. Okay, in unterwegs. Verstanden. Verstanden. Warum läufst du da runter, du Idiot? Auf dem Weg. Okay. Was soll das denn? Okay. Die Polizei sperrt ab, oder? Auf dem Weg. Okay, schon unterwegs. Verstanden. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Okay. Verstanden. Ich werde mal gucken, ob es so geht. Da könnte mir Leute easy einfach dekontaminieren, da einfach dann durch die Polizei wegscheuchen lassen. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Okay. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Auf dem Weg. Okay. Das wäre auch sehr easy. Okay. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Okay. Auf dem Weg. Bin unterwegs. So. Auf dem Weg. Verstanden. Auf dem Weg. Jetzt können wir schon den nächsten kontrollierten Leute. Verstanden. Handeln. Okay. Bin unterwegs. Okay. Schon unterwegs. Verstanden. So, hier noch einen. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Heller noch. Hier oben ist noch einer. Bitten wir die meisten eigentlich. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Okay. Verstanden.
Schon unterwegs. So. Okay. Nächste kann da rein. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Okay. Schon unterwegs. Okay. Okay. Haben wir hier noch einen Kontaminierten? Oben schon auf dem Weg. Und dann sollten ja alle radioaktiv verseuchten Leute behandelt werden sein. Behandelt sein. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Verstanden. Okay. Die schon unterwegs. Hier oben der kann in Dekon 1. Genau, sehr gut. Wie ist das ein Schiffs, die Schiffsabwehr? Oh, einer kommt noch, okay. Der kann jetzt weiter unten gewandelt werden. Verstanden. Schon unterwegs. Der kann ja parallel schon mal aber den Polizisten okay. Sich dekontaminieren lassen. Okay, auf dem Weg. Okay. Auf dem Weg. Okay. Okay. So, dann sollten wir ja die Mission beendet haben. Wir haben den Reaktor abgeschaltet, die Atomraketen entschärft. Ja, ich glaube, ich halt theoretisch meine Einsatzkräfte jetzt wegschicken muss. Ja, wieder so, wunderbar. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis gleich.